Ach ja, das ist. Ja, also mir passt das gerade so. Marlene hat das nicht gepasst. Was? Marlene hat dickere Arme als du, oder was? Nein, die hat die Hälfte von dem. Also, das hat dann so rumgehangen. Naja. Aber sind schon heftig, wenn ich mir den Love Priest so angucke, hat der das überhaupt mal angehabt? Oder nee, der hat ja das andere angehabt, bis zum Unterarm. Hat nicht weiter liegen. Also, das ist, also für mich passt das ganz genau. Ja, ich weiß nicht, also davon habe ich noch nie was gehalten, von dem Zeug. Ey, ich find's cool. Ja. Wo so eine Freundschaftsbinde hatte ich mal, ist aber kaputt gegangen. Und dann habe ich gesagt, nicht so. Aber so ein Teil wollte ich mir auch holen, ist aber nicht billig, ne? Kostet 40 oder 50 Euro. Ja, die Frau hat's halt. Ja. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von den Tassoleros. Love Priest Roy. Helles Bier. Ja, grüß ihn raus an Tim Kellner, der alte Love Priest. Meisterhaft gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. 4,9 Volt. Das ist schon ordentlich. Na, mal gucken. Na, zum Wohl. 0,25 anstatt 0,5. Naja, das ist so ein bisschen wie in Belgien, da gibt es auch nur so 0,25er. Kölsch ist doch auch nur so, oder? Ja. Nee, wie sieht das aus? Auch so ein Saftglas. Schmeckt so ein bisschen wie damals der Rosenpilz in Erfurt. Ja, es ist echt mild, oder? Also ich finde es schon richtig mild. Obwohl Rosenbier natürlich noch ein bisschen blumiger geschmeckt hat, ja. Das ist wirklich was für Leute, die nur ab und zu Bier trinken. Und ich sag jetzt einfach mal auch für Frauen. Ja, auf jeden Fall süffig, aber. Das ist definitiv süffig. Also als bekennender Biertrinker ist das natürlich für mich jetzt nicht das Nonplusultra. Aber ein Bier, was man sich mal gönnen kann, so für zwischendurch. Das ist okay, Radeberger oder Warsteiner. Ja, Warsteiner guckt schon, also Warsteiner ist ja auch so ein Wasserbier. Ja, aber Warsteiner ist schon noch ein bisschen kräftiger, wenn man sich das so vorstellt. Ich bin auch ehrlich gesagt kein Freund von Bier in Dosen. Sehr klein und handlich und kann man auch ganz schnell mal irgendwo mitnehmen. Und das auch ohne, dass man gleich aussieht wie so ein Säufer. Mhm. Also cool und trendy. Und für die Generationen, die darauf Lust hat, auch mit Regenbogen drauf, tatsächlich. Mhm. Vielleicht was für den nächsten Christopher Street Day, genau. Oder für die LGBTQ+-Bewegung. Ja. Was würdest du sagen? Also wenn 5 mein Geschmack ist, dann bin ich bei denen auch wieder bei zwischen 3 und 4. Nein, es ist eine 3. Es ist eine 3. Es ist nicht überragend gut, es ist auch nicht schlecht. Ja. Das sind so eine Produkte, die kann jeder mal probieren. Kann sich jeder mal austesten. Die Geschmäcker sind sowieso generell immer verschieden. Ja, bei dem Produkt gibt es, denke ich, hauptsächlich um die Optik. Ja. Die ist gut. Ist okay. Ich denke, wenn man den Kanal kennt vom Love Priest, dann versteht man die Botschaft auch. Definitiv. Ja, ja. Ey, Alter. Kannst du an den bringen, ey? Hoffentlich ist das nicht drauf, wie jetzt mehr die Hose. Wer Laufbild sagen würde, check den Shop. Genau. Guckt Link an. Link in der Beschreibung unter dem Video. Und wenn er da schon hingeht, dann vergesst nicht zu abonnieren. Genau. Wir brauchen noch so einen grünen Button für die Jugendprodukte. Stimmt. Bis demnächst.